매춘업소에서 실장으로 일하고 있는 알렉스. 여성들을 관리하는 것이 그의 업무였죠. 에이스였던 타마라 또한 출근 준비를 시작합니다. 그녀는 특출난 외모로 백발백중 사냥에 성공하였고 잠시 쉬는 시간. 사장은 그녀에게 호감 표현을 해왔습니다. 그때 비밀스럽게 어딘가로 향하는 알렉스. 사람들의 눈을 피해 은밀하게 도착한 곳은 타마라의 방이었죠. 둘은 사장 몰래 만나고 있었습니다. 한바탕 거사를 치르고 다시 돌아가는데 갑자기 사장이 찾아오고 침대 밑으로 몸을 피하죠. 사장은 적극적으로 대시를 해왔고 알렉스는 모든 걸 지켜볼 수밖에 없었습니다. 빚 때문에 갇혀있던 두 사람은 사장의 모든 요구를 들어줘야만 했고 혹시나 하는 마음에 할아버지를 찾아가 도움을 청해보려는데 자신만큼 힘들어 보이는 모습에 발길을 돌려버리죠. 그날 이후로도 계속되는 사장의 구애. 거절해보지만 씨알도 먹히지 않고 알렉스와의 사이는 더욱더 단단해져갑니다. 그러다 어느 날 손님의 무리한 요구에 타마라는 힘겨워하고 알렉스는 순간 이성의 끈을 놓아버립니다. 그리고 사장에게 끌려가는데 이상한 점이 있습니다. 모든 것은 타마라의 멘탈을 흔들기 위해 사장이 꾸민 것이었죠. 고통스러워하는 여자친구의 모습에 알렉스는 짐을 빼돌리고 깊은 밤 타마라와 함께 탈출을 시도합니다. 막상 탈출에 성공했지만 앞으로의 일이 막막한 그들. 끔찍한 일을 계획합니다. Habe ich Angst? Es kann nichts passieren.
Die werden fast nie erwischt, nur Idioten ohne Plan. Es kann wirklich nichts passieren, du brauchst echt keine Angst haben. 가장 먼저 탈출에 필요한 차를 구하고 범행에 사용할 총까지 구해 어딘가로 향하는데요. Es kann echt nichts sein. Bin ja wieder da. 놀랍게도 알렉스가 도착한 곳은 은행이었습니다. Abholen. 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 So, gehst du abholen. 성공적으로 돈을 훔쳐 빠져나가는데 같은 시각 경찰관이 찾아왔습니다. Was Gott, Sie stecken da im Halteverbot und müssen leider wegfahren. Mein Freund kommt gleich. Wo ist er denn, der Freund? Weiß ich nicht. Was, das wissen Sie gar nicht? 때마침 알렉스가 돌아오고 야, 야. 경찰관을 제압한 뒤 도망치는데 20, bitte kommen. Der schießt einfach. Der schießt uns die Scheiben kaputt. Angst haben. Die erwischen uns nicht. 경찰의 총에 그녀는 치명상을 입고 Sie 목숨을 잃게 되었습니다. Sag doch was. Der Mara. 믿을 수 없는 현실에 좌절한 알렉스. 하지만 산 사람은 살아야 했기에 여자친구를 버리고 이곳을 빠져나가죠. 몸을 숨기기 위해 도착한 곳은 외곽 지역에 살고 있는 할아버지의 집이었습니다. 아, du bist es. Was schlafst du schon am heiligen Tag? 한편 현장에 있던 경찰관의 집. Ja, das war sie ja nicht. 놀랍게도 그는 할아버지를 돕고 있던 자원봉사자의 남편이었죠. Danke dafür. Was bei uns? Aber ich hoffe, heute noch. Sind einen in der Auto unterwegs. Waren die bewaffnet? Gott. Du weißt, wo sie. Lass mir das jetzt. Ich bin froh, dass der Dienst vorbei ist. 야? 굿. 무슨 passiert? Die haben das Fluchtauto gefunden. Ja, das war sie. Ich hab auf die Raffen zählt. Na ja, klar, natürlich. 경찰 또한 타마라의 죽음을 알게 되었고 알렉스는 하루하루 슬픔 속에 살아가며 이곳에 머물게 되는데요. 우연히 할아버지를 돕고 있던 자원봉사자 수잔을 만나게 됩니다. Hast Besuch heute? Ja. Ja, wir haben uns eh schon mal gesehen. Achso. Hast du vom Überfall gehört gestern? Was für ein Überfall? Wollt's aufhalten, die waren natürlich bewaffnet. Aber Unglück ist trotzdem passiert, aber das erzähl ich dir morgen, wenn ich dich abhole. Ist ein Mann Polizist? 여자친구를 죽인 경찰이 수잔의 남편이었다는 걸 알게 되고 복수를 계획하는 알렉스. 그날 밤 근처에 살고 있던 경찰관의 집으로 향합니다. Es war Pech, einfach Pech. 그리고 수잔이 집으로 오는 날. Justin, wo ist denn der Hausner? Ist er nicht im Haus? Ne, ich hab gar nichts nachgeschaut. Na dann fahr ich wieder. Viel Spaß. Und der Mann, der geht nicht in die Kirchen? Na, der zum Teich und wieder zurück. Jeden Tag. Ist er da? 남편이 산책한다는 정보에 현장으로 나가 그의 동선을 파악하고 Grüße.
매일 밤 집을 빠져나가 일거수일투족을 감시합니다. Warum rufst du nicht an? Also auch rufen wegen was? Also wenn man die Kollegen, was wegen der Rezepte Zeit etwas kriegt. Worüber ihr geredet habt? Was, dass ihr nicht verstehst. Das war jetzt aber nicht der Ernst, was du da drinnen gesagt hast, oder? Na, eh nicht. Okay. 이들 부부 사이에 금이가 있음을 알게 되고 다음 날 그녀에게 접근할 계획을 세웁니다. Wenn der Ordner einmal fortkommt, dann hört er gar nicht mehr auf. Boah! Jetzt bin ich aber erschrocken. Warum kommst du dauernd hierher? Was willst du? Kennen wir uns? Nein. Dann kommst du zu mir. Bin heute noch da, wenn du willst. 뜻하지 않게 알렉스는 먼저 초대를 받고 예상치 못한 상황이 당황스러운데 Weiß oder rot? Weiß ist okay. Kommt gleich wieder. Neue Flasche. Also ich hoffe, der schmeckt. Also dann Prost. Setz dich doch. Schönes Haus. Alles richtig. Alles in Ordnung. Warum ist er mit mir ficken? Den Job. Duschen. Oben erste Tür rechts. Ist er da schon lange, war nicht der Polizist? Nein, er ist mein Mann. Ah. Er versteht das schon. Oben ist aber Kinderzimmer. Wir haben aber keins. Ich gehe dann. Kommst wieder? 까닭모를 찝찝함과 함께 거사를 치르고 집으로 돌아가는 알렉스. 복수를 위해 총알을 장전하고 호숫가로 향합니다. 글쎄, 지하 봤어. 망설임과 함께 기회를 놓쳐버리고 그날 밤도 수잔으로부터 초대를 받죠. Allah hätte ihn heute Morgen wieder Allah. 밤은 찾아오고 이유가 어떻든 알렉스는 본능에 충실합니다. 와, du erschreckst dann immer. Warst du immer schon so ein einsamer Wolf, der auftaucht und wieder verschwindet? Hast du eine Freundin? Ich weiß so gar nichts von dir. Sie ist ermordet worden. Gottes Willen. Und der das getan hat, wie vorher, das kümmert ihm nicht. Und ich denke Tag und Nacht daran, dass ich das ändern muss. Jetzt wissen wir, was mit mir los ist, jetzt weißt du es. Schau, dass du irgendwie rausfindest. Pass auf, dass er dich nicht sieht. Vielleicht will er mich erkennen, Lena. Bitte geh. Wieso bist du schon da? Was ist los? Ich bin vom Dienst freigestellt. Ich bin dienstuntauglich. Hey, Robert, komm! Das ist auch mit uns, auch mein Bub. Komm zusammen mit uns. Nein, los, ich bin zum Vorlauf. Das ging jetzt immer alles so ernst. Du bist dabei, oder was? Nee, warte, du bist zu mir gespielt. Ich bin ja immer brav dabei.
사람을 죽였다는 사실에 괴로워하는 남편은 집으로 일찍 돌아오고 Das war's doch jeder. Muss ich mal das schwarze Foto anschauen. Welches Foto? Das ist ein Foto von ihr? Du sollst es nicht haben. Nicht anschauen. Ich hau das Foto jetzt weg. 훔쳐오던 알렉스는 힘들어하는 남자의 모습에 대화를 시도합니다. 여보세요. Servus. Ist der Enkel vom Haus noch, oder? Ja. Schöner Platz da, ne? Bist du nicht der Polizist, der die Frau erschossen hat? Ja. Das muss ein arges Erlebnis sein. Also ich glaube, du wolltest ja auch mal erwischen, ne? Den Bankräuber. Ich habe auf Giraffen gezielt. Ich würde das verstehen nicht. Ich meine, die sind ja viel tiefer. Verstehe es auch nicht. Hast du Angst vor ihm? Angst? Was ist, wenn er dich ausforscht, wenn er herkommt und dich erschießen will? Soll er ruhig. Aber Angst hätte ich ihm schon noch fragen. Was? Gibt keinen Sinn, ich verstehe das nicht. Warum nimmt er die Frau mit wie zu einem Ausflug? Das hätte ich ihm noch fragen. 의도하지 않은 사고였다는 것과 자신에게도 책임이 있음을 알게 된 알렉스. 총을 버리며 복수를 포기합니다. Essen ist fertig. Was ist los? Gibt's was zum Feiern? Ja, vielleicht. Nur gar nicht sicher, weil ich... Dass du schwanger bist. 사실 불임으로 인해 고통받고 있던 부부. 수잔은 임신을 목적으로 알렉스에게 접근했던 것이었고 Hallo? 목적 달성을 하자 손절을 시도하는데 Also doch, wer da? Was noch nicht? Ich wollte mit dir reden. Ja? Und ich glaube, wir sollten uns auch nicht mehr sehen. Okay. Okay, zufälligerweise treffen, dann ganz normal. Wer ist es? Ich habe da mal erzählt von mir. 우연히 사진을 보고 그의 정체를 알게 되었습니다. Was? Du hast die Bank überfallen? Und was wirst du jetzt tun? Wenn sie mich nicht erwischen, bleibe ich da. Bitte sag mir nicht, was passiert ist. 각자의 비밀을 숨긴 채 헤어지는 그들. 그녀의 남편에게는 최고의 복수를 선사하며 평범하게 살아가는 알렉스의 모습으로 영화는 막을 내립니다.